Hi meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem kleinen Kanal, die Frau mit dem gelben Pulli. Wir haben uns wieder vor meinem Kleiderschrank eingefunden, um über den Frühling zu reden, der jetzt da ist, beziehungsweise ja langsam in die Gänge kommt. Und es geht um die 10 Frühlings-Must-Haves für deine Garderobe und zwar so universelle Sachen, dass du sie nicht nur dieses Jahr tragen kannst, sondern auch noch das Jahr danach und danach. Und danach schreibt mir gerne auch eure Frühlings-Must-Haves natürlich in die Kommentare. Ich würde mich wahnsinnig freuen, davon zu lesen, was ich vielleicht noch vergessen habe zu erwähnen und was ihr am liebsten im Frühling tragt. Fangen wir an mit Punkt 1, den typischen Frühlingsmustern und Farben. Farbtechnisch erinnert mich der Frühling immer total an Blumen und vor allen Dingen an das erste Blattgrün, was wieder so bei den Bäumen kommt und an mehr Licht den Tag über. Und deswegen finde ich, gerade was das Thema Licht angeht, sind Pastellfarben einfach total schön, weil sie einfach die Garderobe wieder ein bisschen heller machen und Lust machen auf mehr Licht und natürlich auch das Licht, was du draußen bekommst durch die Sonne, viel besser reflektieren und das einfach so ein bisschen die Laune hebt, finde ich. Ich weiß, Pastellfarben mag nicht jeder und es traut sich auch nicht jeder, aber ich kann euch sagen, probiert es einfach mal aus. Wenn nicht am Oberteil, dann probiert es doch mal als Hose oder als Schuhe. Gerade bei den Sneakern gibt es inzwischen so viele tolle Frühlingsfarben, das lohnt sich wirklich richtig. Ich habe ja von Natur gesprochen und da zählt für mich einfach auch total eigentlich jeder Grünton mit rein. Also auch so ein bisschen Grasgrün, dunklere Grüntöne finde ich toll für den Frühling. Auch Oliv, gerade in Kombination mit Rosa oder einer Pastellfarbe, finde ich das einfach richtig mega. Ist aber nicht jedermanns Sache. Man kann natürlich diese ganzen Frühlingsfarben, auch Gelb zum Beispiel, sehr gut mit Schwarz kombinieren. Ich finde, bei den Frühlingsfarben geht es einfach darum, dass ihr was findet, was euch auf den Frühling einstimmt. Wer es ein bisschen klassischer mag, kann einfach zu Weiß oder eben wie gesagt Beige greifen und gerne auch zu Grau, denn Grau ist einfach aktuell so eine Trendfarbe auch und es kommt, finde ich, auch nie wirklich aus der Mode. Man kann es sehr vielfältig mit jeder Farbe kombinieren. Typische Frühlingsmuster sind ganz klar natürlich Blumenmuster. Das mag auch nicht jeder, aber ich finde, man kann die sowohl romantisch kombinieren, was so immer die erste, der erste Hintergedanke dabei ist, aber man kann natürlich auch so ein bisschen in Boho-Hippie-Style draus machen. Man kann natürlich aber auch rockig gehen. Wer es nicht so blumig mag, kann natürlich auch einfach eine schwarze oder eine dunkelblaue oder dunkelrote Bluse nehmen, wo einfach so ein Muster drauf ist. Oder natürlich auch zu Blattmustern greifen, die nicht ganz so verspielt sind, die ein bisschen tougher, ein bisschen mehr educated sind. Und ich habe jetzt auch eine Lieblingsbluse von mir aus dem Sommer, beziehungsweise aus dem Frühling angezogen, mit so einem Monstera-Blattmuster drauf und trotzdem hat sie hier und da so ein paar Blüten. Das fand ich eine tolle Option, ein bisschen Farbe zu haben, aber nicht komplett bunt auszusehen. Und das kann ich eben super gut zu Jeans, aber auch zu schwarzen Hosen kombinieren und auch mit einem Blazer sieht es, finde ich, total gut aus. Und wer nicht so auf diese Trends setzen will, auf Glenn Check, dieses karierte oder eben die Animal Prints wie den Schlangenprint, der kann eben gerne auf klassischere Muster zurückgreifen, die trotzdem ein bisschen floral sind. Und zwar zum Beispiel das Paisley-Muster. Denn das hat einfach, je nachdem wie man es trägt und in welcher Farbkombination, auch wirklich viel Klasse, finde ich. Und man kann es sowohl busy tragen, als eben auch einfach ein bisschen verspielter und ein bisschen mehr Boho zum Beispiel. So viel zu meinen Lieblingsfarben und Mustern für den Frühling. Und wenn wir gerade beim Thema T-Shirt waren, kommt mein Must-Have Nummer 2. Und das ist eine Kombination und zwar T-Shirt und Jeans. Man sollte wirklich ein richtig gutes T-Shirt haben und eine richtig tolle, vor allen Dingen eine richtig tolle Jeans. Wenn ihr einen Blazer drüber zieht, ist es sofort ein bisschen busier. Wenn ihr eben das mit Sneakern tragt und so weiter, geht es ein bisschen mehr in die Freizeitrichtung. Da könnt ihr wirklich so viel damit spielen, mit dem Ausschnitt, ob eben Rundhals oder gerade jetzt sind eben auch die V-Necks wieder total in. Das kann man einfach super kombinieren und gerade hier kann man mit den Mustern eben auch spielen. Und so ein Streifenshirt, das kann man einfach haben. Punkt Nummer 3 auf meiner Must-Have-Liste sind leichte Jacken. Und dazu zählen nicht nur die Blazer, von denen ich gerade schon gesprochen habe, sondern da zähle ich vor allen Dingen auch die Jeans oder die Lederjacke dazu. Und inzwischen gibt es eben gerade die Lederjacken in so vielen Farben. Und die Jeansjacken gibt es mit Blumenstickereien und allem Möglichen, sodass da ja auch jeder was für sich findet. Und der Trenchcoat, beziehungsweise allgemein so ein bisschen dünnere Kurzmäntel, finde ich total schön für den Frühling. Einfach, weil es dem Outfit ein bisschen mehr Klasse gibt, wer eben jetzt nicht so auf diese Jeans und Lederjacken steht. Was ich unter Punkt 3 euch auch noch ans Herz legen will, sind zwei ungewöhnlichere Formen von Jacken.
Und zwar Kimono und Blouson. Ich finde Kimonos total schön, weil die gibt es auch in vielen Blumenmustern und kann man dann auch in den Sommerurlaub mitnehmen. Und Blousons sind eben diese Jacken, die so ein bisschen sportlicher, so ein bisschen Fliegerjacken, Bomberjackenschnitt gemacht sind, aber eben aus einem relativ leichten Stoff und meistens eben mit einem tollen Muster drauf. Und die gibt es in vielen tausend Varianten. Aber ihr müsst dabei total auf den Schnitt achten, weil wenn diese Blousons natürlich auf der breitesten Stelle eures Körpers aufhören, dann betont ihr die noch. Deswegen mag ich zum Beispiel lieber Trenchcoats und so weiter mehr, weil man dann wirklich mehr diese Sandohr-Silhouette zaubern kann. Aber das müsst ihr an eurem Figurtyp einfach ein bisschen ausprobieren. Und dass ich ein Fan von Strickjacken bin, brauche ich euch, glaube ich, nicht sagen. Das ist sowieso universales Mittel für den Frühling. Punkt 4 ist auch einer meiner Lieblingspunkte, und zwar leichte Blusen. Und da meine ich natürlich sowas, was so ein bisschen kurzärmig ist, was schon eher in Richtung T-Shirt geht, aber auch langärmliche Blusen, die einfach so einen leichten Stoff haben, die aus Leinen sind oder die eben so ein Lochmuster haben, wo einfach so ein bisschen Luft reinkommt, sage ich mal. Oder allgemein so Blusen mit Cutouts finde ich einfach für den Frühling total schön, weil sie einfach so ein bisschen luftig sind und man sie dann gleich auch in die Sommergarderobe mit übernehmen kann. Das fünfte Must-Have ist für mich das Bralette oder der Bralette, je nachdem. Und zwar sind das diese Bustiers, sage ich mal, die einfach so ein bisschen BH-Ersatz sind. Die man gerade auch unter V-Necks, wo man den eben auch viel von diesem Bralette sieht, gut tragen kann. Und diese Spitze einfach ein kleines bisschen einfach ein Outfit eleganter macht und auch ein bisschen sexy macht, wenn das ein bisschen rausguckt. Und auf der anderen Seite eben natürlich auch total bequem zu tragen ist, weil es ja eben, sage ich mal, bügellos ist. Da müsst ihr einfach mal schauen, was es so gibt. Aber das kann ich euch wirklich wärmstens ans Herz legen. Kommen wir jetzt mit Punkt 6 zu den Sachen, die ihr untenrum tragt. Und zwar finde ich für den Frühling einfach Stoffhosen total toll. Nicht, weil es gerade eben auch Trend ist, sondern weil Stoffhosen sind was, was total zeitlos ist. Und wenn ihr eine richtig gute Stoffhose habt, die einfach zu eurer Figur total passt, dann ist das was, was du eben zu festlichen Anlässen anziehen kannst, wo manchmal dann schon eine Jeans eben ausscheidet, was du aber eben auch mit einem T-Shirt, mit einem coolen Statement-Print und Turnschuhen eben auch runterstylen kannst und auch eher leger und casual tragen kannst. Aktuell gibt es sie eben vor allen Dingen auch mit Glencheck-Muster und es gibt die Paperback-Hosen, die eben oben so eine Schleife haben und dann nochmal so ein bisschen die Hose, wie eben, als ob du eine Papiertüte zusammenschnürst, oben noch so ein bisschen was von der Hose rausguckt. Man muss gucken, wenn man gerade ein bisschen mehr Hüfte hat oder mehr Po, dass man nicht gerade die Karottenhosen erwischt, die eben oben nochmal diese Buntfalten haben, die das Ganze nochmal ein bisschen breiter machen. Da muss man ein bisschen schauen, dass man eine schmaler geschnittenere Hose findet. Aber da könnt ihr wirklich viel spielen und gerade im Frühling können die natürlich auch so ein bisschen 7/8 sein, wo man dann einfach schon ein bisschen mehr Luft schnappen kann. Und das lege ich euch wärmstens ans Herz. Aber da gibt es noch den Punkt 7, der dann ein bisschen universeller für alle ist, und zwar Röcke. Ich finde, ein guter Rock gehört im Frühling einfach total dazu. Und da könnt ihr euch natürlich austoben mit den Röcken, die ihr mögt. Ihr könnt knielang tragen und ihr könnt natürlich auch Midi- und Maxi-Röcke tragen, wo man dann einfach keine Strumpfhose schon mehr drunter groß braucht, wenn dann die Sonne rauskommt. Und wenn ihr noch keinen Rock gefunden habt, der so wirklich gut zu euch passt, dann empfehle ich euch mein Video über Röcke, beziehungsweise ich habe schon zwei gemacht. Eins, wo ich darüber rede, welche Rockform wirklich zu dir passt und wie du das rausfindest. Und das zweite geht so ein bisschen darum, wie man Midi-Röcke stylt, und da habe ich einfach so ein bisschen eure Fragen aus der Community beantwortet. Beide Videos habe ich euch übrigens unten in die Infobox gepackt. Punkt Nummer 8, wir sind bei den Füßen angekommen und da gibt es wirklich mehrere tolle Optionen. Über Sneaker und Turnschuhe habe ich ja schon gesprochen, aber ansonsten finde ich einfach auch die Enkelboots, die man jetzt vielleicht aus dem Winter noch so ein bisschen mitnimmt, total schön, weil man einfach die Jeans oder Stoffhose ein bisschen hochkrempeln kann, damit man den Schuh wirklich vollkommen sieht. Und da gibt es ja wirklich alles Mögliche. Es gibt die klassischen Enkelboots, die so ein bisschen stiefelettenmäßig sind. Es gibt Schnürboots und es gibt natürlich auch die mit dem Blockabsatz, die jetzt gerade total in sind, aber die eben auch nicht jedermanns Sache sind. Also ein klassischer Enkelboot ist was, was man auf jeden Fall im Schrank haben kann. Ansonsten könnt ihr natürlich so in die Richtung Espadrilles, Loafer und Ballerinas gehen. Und hier finde ich eben vor allen Dingen die Loafer eine tolle Sache, weil die einfach gleich so ein bisschen modisch aussehen, finde ich. Es tragen erstens nicht so viele. Und man muss sich, finde ich, an diesen Look auch erstmal gewöhnen. Aber da müsst ihr einfach so ein bisschen euren Style finden und was für eine Art und Form von Schuh eben auch zu euren Füßen passt und zu eurem Style passt.
Punkt 9 und 10, da geht es jetzt um die Accessoires. Und übrigens, danke für die Verbesserung. Ich habe bis jetzt eigentlich immer Accessoires gesagt. Finde ich irgendwie auch nicht schlimm, aber ich wurde neulich in den Kommentaren korrigiert. Es heißt ab jetzt Accessoires und ich gebe mir Mühe, das auch immer so zu sagen. Dankeschön dafür. Und wenn wir bei den Accessoires sind, kommt natürlich bei Punkt 9 zuerst Schals und Tücher. Und das finde ich im Frühling schon noch wichtig, aber vor allen Dingen so ein bisschen leichtere Schals oder eben Seidentücher finde ich auch, dass die immer gleich so ein bisschen mehr Klasse zu einem Outfit hinzufügen. Und Punkt 10 ist natürlich der Schmuck und da allen voran finde ich die Sonnenbrille. Wer im Frühling schon so ein bisschen eine Sonnenbrille dabei hat und da gibt es ja wirklich inzwischen super viele schöne Modelle, auch mit einem breiteren Rand, der einfach eine knallige, schöne Farbe hat. Egal, ob ihr es mintiger mögt, pastelliger oder eben klassisch schwarz oder braun oder dann eben ein bisschen knallig mit gelb. Alles ist da wirklich vertreten und auch so, ich finde, gerade im Frühling fängt man wieder an, mehr ärmellos zu tragen, mehr Ausschnitt zu tragen und weniger sich unter Schals und Jacken zu verstecken. Und da habt ihr natürlich auch wieder die Möglichkeit, zu euren Lieblingsaccessoires zu greifen. Egal, ob das eine tolle Kette ist oder ein Armband oder Ohrringe, was auch immer. Aber auch da habt ihr nochmal ein bisschen die Möglichkeit zu spielen und die Sonne, die auf euch scheint, mit ein bisschen Schmuck wieder in die Welt zu reflektieren. Ja, das waren meine 10 Frühlings-Must-Haves. Ich bin gespannt, was eure sind. Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst wie immer gerne einen Daumen da. Da freue ich mich riesig drüber. Gerne auch ein Abo. Und wenn ihr dann noch die Glocke drückt, dann verpasst ihr auch kein neues Video mehr von mir. Ich wünsche euch einen sonnigen Frühling und hoffe, ich sehe euch dann im nächsten Video. Macht's gut. Tschüss!